So, liebe Zuschauer, nochmal herzlich willkommen hier kurz vor 13 Uhr, 12:55 am 12. August. Ich grüße Sie zum JFD Live Trading TV. Wir wollen hier nochmal auf den Euro gegenüber dem US-Dollar schauen, den wir unlängst ja schon mal im Videobeitrag hatten. Hier mit dieser blauen Annahmetendenz, dass hier sich der Euro den Kopf stoßen könnte. Und wir sehen jetzt hier zunächst im H1, dass aktuell nochmal der Angriff auf diese obere deckelnde Aufwärtstrendlinie läuft. Das heißt, hier haben die Shorties noch nicht zuschlagen können. Sieht wie gesagt aber aktuell sehr, sehr interessant aus. Was denn jetzt noch passieren kann, ist nämlich entweder wir brechen deutlich aus und haben einen Overrange Day im, in Anführungszeichen, extremen Maße, was dann hier eben Notierung über 1,12 sicherlich bedeuten dürfte. Also hier sozusagen eine Art Trendbeschleunigung dann mit Ausbruch über diese obere deckelnde Trendlinie. Das muss man im Hinterkopf haben. Aber wir schauen auch mal jetzt auf den Intraday-Bereich. Neben dem H1 in die kleineren Timeframes. Da sehen wir hier zunächst in meinem 15 einen ganz klar positiv strukturierten Rainbow. Das heißt, das Trendmomentum ist wenig überraschend aufwärts gerichtet. Heute Morgen der Ausbruch aus der Asia-Range war hier dann mit einer weiteren sehr, sehr dynamischen Performance versehen hier von rund 76 Pips. Dabei ist die Average True Range überwunden wurden. Im Schnitt sind wir hier rund 100 Pips unterwegs. Wir sind aktuell schon 133 Pips gelaufen. 13 Pips vom Tageshoch weg. Was wir aber sehen, ist hier eine leichte Divergenz hier im Intraday-Timeframe M15. Das gleiche haben wir im M5 sogar ein Stück weit deutlicher zu sehen. Das heißt auch hier, wenn der Preis jetzt nochmal hochkommt, ist davon auszugehen, dass wir hier diese Tops nicht überwinden, die wir heute Morgen gesehen haben. Das kann hier spekulativ zu einer Chance einladen. Auch anhand des Resistance Level 3s, anhand der Fibonacci-Projektion des Pivotpunktes, sind wir hier oben schon relativ stark am Limit. Das heißt, wer hier spekulative Chancen sucht, der kann sich hier beim Euro-US-Dollar und auch beim Goldpreis im Übrigen, der sieht da ähnlich interessant aus, Gedanken über einen möglichen Short machen. Tatsache ist aber, man spekuliert hier gegen das Trendmomentum und hat natürlich hier das gewisse Risiko, dass hier das Ganze wieder schnell, schnell umkippt. Auch im 5-Minuten-Chart haben wir hier in der Summe hier 146 Indikatoren mit einem überwiegend positiven Momentum, was hier noch bis 99% ausgedehnt werden kann. Das heißt, hier ist definitiv noch Luft nach oben, wenn wir neues Tageshoch machen, aus der Trendkanal-Range nach oben ausbrechen sozusagen, dann wäre sicherlich 1,12 eins der nächsten Zwischenziele. Bleibt dies jedoch aus, dann muss man ganz klar interpretieren, dass Euro-US-Dollar hier zurücksetzen kann und das auch stärkerer Natur. Wir haben vorhin auch schon gesehen, Stärke wollte ich schon fast sagen. Größere Event-News stehen jetzt hier nicht unbedingt auf der Agenda. Das heißt, der Markt ist jetzt hier technisch getrieben und insofern darf man sich überlegen, was man jetzt macht. Rein spekulativ erscheinen aufgrund der Überreizung der Daily Range, aufgrund des oberen Trendkanals, und da ist jetzt just hier schon der Lauf angebrochen, ist nach wie vor die Chance gegeben, dass wir zurücksetzen. Und das gegebenenfalls sogar recht deutlich. Ich sehe zwar am Horizont derzeit keine Möglichkeiten, die das fundamental untermauern, aber charttechnisch ist ein Durchschnaufen durchaus legitim. Und wenn wir hier Richtung 1,1125 selbst zurückgehen würden, dann hätten wir hier im Schnitt die Average True Range von oben touchiert. Auch das ist eine Möglichkeit, die man sich hier überlegen kann. Aber natürlich immer unter dem Deckmantel, das Momentum wirkt positiv, sowohl im M5 als auch im M15. Hier haben wir auch einen positiven Rainbow Spin im H1 schon gesehen. Hier mal kurz zum H4. Da ist es so, dass hier die Bullen aktuell versuchen, das ist eine interessante Konstellation im Kontext dessen, was wir hier schon Ende Juli gesehen haben. Da gab es nämlich auch genau dasselbe Manöver wie aktuell. Sprich, der Preis zieht sich über den negativen Rainbow des H4s hinaus, kippt dann aber nach unten wieder ab. Und genau dieselbe Situation haben wir jetzt. Und im Zuge der eben aufgezeigten Divergenzen, beziehungsweise Divergenzmöglichkeiten, wenn keine neuen Spikes folgen, also ein Spike nach oben, Tageshoch wäre durchaus noch legitim, dann aber nicht gefolgt von einem RSI-Hoch, das wäre die klare Divergenz. Und insofern könnte der Markt dann nach unten abkippen. Aber hat, wie gesagt, spekulativen Charme, da sie hier gegen den Trend gehen. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Insofern, liebe Zuschauer, ein kleiner Pick oder eine kurze Beschau hier auf den Intraday-Chart Euro-US-Dollar. Wer es denn mag, kann hier versuchen, da gegen den Trend zu handeln. Ansonsten hier eher Zurückhaltung üben, da, wie gesagt, die Luft rein von der Range schon relativ raus ist. Ansonsten vielleicht Überraschung auf der Oberseite, aber das scheint mir fast schon zu viel des Guten. Abwarten, Tee trinken. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal eine gute Mahlzeit. Ihr Christian Kämmerer, bis später zum US-Markt. Beste Grüße und Schadabei.